Wir übertakten den Generator. Boom. Komischerweise leben die trotzdem. Ja, und ich erst. Wir müssen noch einmal rüber, Leute. Das war knapp. Und wir überladen wieder den Generator. Meridi, du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Das sollte genügen. Lass den Kopf ein. Meridi, ich zieh dein Feuer. Aber nicht unsterblich. Bitte, ich gebe dir mein Wort, dass du fair behandelt wirst. Der, unser Hendrix ist wohl ein bisschen... Gut, der hat wahrscheinlich lange mit denen gedient. Deswegen ist er auch so überrascht, dass da... Oder was da passiert ist, oder wer auch immer da gerade redet. Oder ich bin überrascht, wahrscheinlich, weil ich sie nett an Erinnerung hatte. Der Weg zu Maretti ist frei. Schnapp ihn dir. Ich hole ihn mir, Bruder. Klopf, klopf. Fallen lassen! Die Welt kennt die Wahrheit. Du bist ein Verräter. Deine Wahrheit hat unzählige Menschen getötet. Wir haben das Richtige getan. Kannst du das auch sagen? Bam! Whoa. Und wir kommen wieder in so eine abgefuckte Welt. Dadurch, dass wir ihn gekillt haben oder killen wollen. Ach, der ist das Baby! Oh ne, der ist der Aufgespießte. Krass, der ist aufgespießt. Scheiße, wir können aus dem keine Erinnerung mehr holen. Wie ein Tier. Hast du ihn abgeschlachtet? Wir sind schon länger Auftragskiller, als ich nur denken kann. Aber du kannst das hier nicht gutheißen. Maretti war einer von uns. So wie Hall, so wie Diaz. Und als nächstes töten wir dann Taylor, oder was? Ja. Letzte Person. Wenn du willst, dass die CIA ihre Scheißgeheimnisse bewahrt, dann sollte ich Kane womöglich auf der Stelle abknallen. Bam, jetzt das war die Revanche, darauf habe ich gewartet. Hey, hör mir zu. Der einzige Grund, warum du in diesem Moment nicht im Knast der ägyptischen Armee sitzt, ist der, dass uns niemand zur Hilfe kommt. Wir sind allein. Ich habe nur dich. Außerdem... bist du mein Freund. Das NRC hat eine Raketensalve gestartet. Die zwei, das ist echt wie Pech und Schwefel, ne? Zweimal sagen. Hauen sich gegenseitig auf die Schnauze. Jetzt müssen wir wieder abhauen hier. Geil, genau sowas liebe ich bei COD am meisten. Diese Laufen, dieses Parkour-One. Action, aber vor allen Dingen, der haut dem in die Fresse, trotzdem sind es Freunde, aber die spielen langsam beide ein bisschen verrückt wegen dieser Technik. Und ich mach mal das Hut lieber an. Denn irgendwie kämpfen die Leute ja trotzdem noch gegen einen. Oh, und der sprintet nicht bis uns in... wie ist der denn so schnell da hochgekommen? Bewegung! Zum los, 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 los! Oh, da bin ich weggerutscht. Ach guck mal, und unser Jet ist da ganz easy peasy. Ah, oh, alles klar. Zieh. Ja, heute noch vielleicht. Wow. Leute, das war eine anstrengende Aktion. Aber stimmt, Kane ist die einzige, die noch fehlt. Die aber anscheinend auf unserer Seite ist, obwohl ich ihr nicht so ganz traue. Auch wenn die sich ziemlich gut... Ich würde Tyler, wir denken, es ist Tyler garantiert, aber in Wirklichkeit ist es Kane, wetten? Nee, okay, komm, das macht keinen Sinn, aber ich bleib mal bei der Vermutung ein klein wenig. Es sei denn, die hat wirklich die Seiten gewechselt. Und ja, dann wäre ja wirklich nur noch Tyler jetzt der letzte Gegner, denn wir haben Hall, wir haben Diaz und wir haben hier den Schützen, wie er hieß. Den haben wir ja, Outfit neues? Wie geht das denn? Oh cool, wir haben ein neues Emblem. Eine neue Tarnung. Wie kann es denn sein, dass wir...
Hä? Wir hatten doch... Level 12 ist okay. Nee, wartet mal. Wir hatten doch hier... Aber das hier ist irgendwie ein Bug jetzt. Habt ihr den gesehen? Dass man ein Stück von der Schulter immer oder von der Brust sieht? Da. Da wurde noch mehr freigeschaltet. Aha. So, das haben wir zurzeit an. Okay, das sieht noch cooler aus. Wir werden damit rumlaufen. Jetzt werden wir den neuen Helm noch begutachten. Jo, wir sehen immer geiler aus. Gefällt mir langsam. So, wir haben hier leider nichts gefunden, obwohl es nur zwei Sachen gab. Aber leider haben wir nichts gefunden. Tja, ich würde sagen, nichtsdestotrotz werden wir einfach mal die nächste Mission anfangen. Wegen dem, was passiert ist. Was du gesagt hast. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich habe mich geirrt. Einen Moment lang habe ich gezweifelt. Die Infektion. Das Ding, das in Taylor steckt. In Hendrix. In mir. Wie halten wir es auf? Wir können nur hoffen, es einzudämmen. Wenn wir Taylor aufhalten können, habt ihr vielleicht eine Chance. Wenn wir euch zu den richtigen Anlagen bringen können. Wir müssen nur Hendrix auf Kurs halten. Es ist zwar nicht offiziell, aber wir haben uns geeinigt. Er weiß, dass ich jetzt das Sagen habe. Er hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, er wird das Richtige tun. Nur das Hirn ist in die Hose gerutscht, ne? Ich wollte das jetzt mal kurz hören, deswegen habe ich noch nicht gestartet. Aber jetzt hat er anscheinend das Kommando erstmal übernommen. Aber ich glaube, die sind beide nicht mehr ganz klar im Kopf. Aber hey, jeder wie er will, ne? Schön, da liegt jetzt gar keine Rüstung mehr, sondern leerer Tisch. Vorher lag da immer noch was. Oh. Hendrix hatte recht. Taylor hatte einen Deal mit dem NRC. Jetzt passen sie in ihrer Festung in Kairo auf ihn auf, den Lotus-Turm. Wenn das stimmt, dann dauert es nicht mehr lange, bis auch wir beide so durchgeknallt sind wie er. Die Leute in der Stadt geben nicht auf. Wir haben das ägyptische Militär und die Zivilmiliz im Kampf auf unserer Seite. Ein spontaner Aufstand würde das NRC kalt erwischen und ihren eisernen Griff schwächen. Genau wie ihr Angriff auf Ramses. Wir lenken sie ab und holen uns unseren Mann. Wenn Taylor erledigt ist, finden wir einen Weg, um das Ding aus unseren Köpfen zu kriegen. Um jeden Preis. Sobald Hakim tot ist, gehen wir zur Sicherheitsstation und aktivieren das Dead-System. Dann wird der Aufstand beginnen. Der Aufstand interessiert mich einen Scheiß. Spaß dir. Die sollen uns besser nicht in den Weg kommen. Bitte, töten Sie mich nicht! Tschüss, wie viel Blut da fliegt und spritzt, ey. Unfassbar, so, okay, tut mir leid, Kollegen. Komm ich hier den von denen, das. Ey, die hatten noch ein Einsatzschild das ist dabei. Unser Ziel. Sobald du da bist, überhitze ich das NRC-Dead-Netzwerk. So, zumindest so. Wenn das NRC erkennt, worum es geht, wird es Verstärkung aus anderen Teilen der Stadt holen. Wir werden die ganze Zeit auf heftigen Widerstand stoßen. Wir werden überall Zivilisten zer. Ich kann nicht auf ihn draufschießen. Ihr ein Schwein. Ich dachte, hier wäre dann was zum Sammeln vielleicht, aber da hab ich mich wieder geirrt. General Hakim hält eine Rede auf dem Balkon. Vergiss nicht, der Angriff muss brutal sein. Ist denn hier ein Gefängnis? Eine Botschaft, ein Symbol der Stärke. Kairo wartet auf den Tod von General Hakim, um anzugreifen. Schneiden Sie der Schlange den Kopf ab und der Körper vernichtet sich selbst. Dann mach mal auf. Tut, was nötig ist. Ich sehe alles in Schwarz-Weiß und Krähen um mich rum.
sind sie! Au. Dann hätten sie noch runterschmeißen können. Bürger von Kairo! Das ist eure Chance! Holt euch eure Stadt zurück! Ich dachte gerade, jetzt ist er so lebensmüde und springt da eiskalt einfach runter. Aber zum Glück ist das cool. Ist das cool? Wir beenden hier einen Aufstand oder was auch immer. Boah, Alter. Erobern wir unsere Stadt zurück! Was hier abgeht! Aber das ist schon Wahnsinn. Vertreibt das NLC aus Kairo! In dem Bereich gibt es Zivilisten! Boah, die wurden alle über den Haufen geschossen, die Armen. Tja, aber was sollen wir machen, da, ne? Der mobile Laden vor dir. Verstanden, bin dabei. Da kommen sie! Erledigt sie! Dort nach oben müssen wir. Dort ist ein Sniper. Ne, ein Raketen. Werfer-Spezialist. Bereit machen! Bleib auf dem Dach! So kommst du bis dahin! Los geht's! Es geht nach oben! Alles klar. NRC-Verstärkung strömt in die unteren Ebenen ein. Deine Mission wird scheitern, wenn wir sie nicht aufhalten. Irgendeinen Vorschlag? Ja, schafft erstmal die ganzen Raben hier weg. Seite meines Volkes. Schalte die mobilen Läden unter dieser Ebene aus. Dann hast du genug Zeit, Taylor zu schnappen. Na los, Pfadfinder! Zivilisten voraus. Pass auf! Es kommen noch mehr NRC! Sie verriegeln die Tür. Ich scanne nach Optionen. Ganz schön knapp. Komisch, wenn die jetzt so blieren da, tun sie die gar nicht, So, jetzt haben wir die auch noch alle erwischt. Ja, das läuft hier gerade wie am Schnürchen. So muss sich ein COD spielen. Schön flockig leicht.
Dringen jetzt ein! Mit einer schönen, knallharten und actionreichen Story. Wirklich? Mehr hast du nicht drauf? Ah. Helfen wir mal hoch, Kollege. Verdammt! Ganz ruhig, Hendrix. Das bist nicht du. Es ist das Ding in deinem Kopf. Da, der Schacht direkt vor uns. Zumindest konnten wir sie überraschen.